Tragisch ist, dass sie es danach auch nie wieder so ein Level erreicht haben. Also ich fand auch die späteren Zelda-Spiele dann alle noch gut, hab Skyward Sword auf der Wii gerne gespielt, hab Twilight Princess auf dem GameCube gerne gespielt. Wind Waker war so okay. Aber naja. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen mit daran, dass ich ein paar andere Spiele die davor waren, die ein bisschen ähnliche Sachen gemacht haben, so ein bisschen verpasst habe. Also ich habe zum Beispiel nie Super Metroid gespielt und ich glaube, dass Super Metroid sehr, sehr nah dran ist. Überlegt gerade was. Ich glaube, ich mache generell meinen Rechner ein bisschen leiser. So. Okay, das war jetzt dieses hier wieder. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Rätseln dann auch mehrere Sachen noch geht. Metroid auf den Gameboy, ja, Metroid war ja auf dem Gameboy so ein bisschen ein Versuch, glaube ich. Das halt auf so einen kleinen Screen zu bringen. An mir sind leider die ganzen alten Metroid-Games vorbeigegangen. Also ich habe wirklich nur Metroid Prime gespielt dann. Und Metroid Prime 3 dann. Ja, ich glaube, so die besonderen Spiele für mich sind immer die, die auch so im großen Kontext irgendwie, ja, irgendwas ganz Neues gemacht haben, was man noch nicht so gesehen hat. Also halt Spiele, wo man auch hinterher noch sehen kann, weiß ich nicht, 10 Jahre später, 20 Jahre später, so machen das halt irgendwelche Spiele immer noch. Das System ist einfach gut, oder selbst wenn man es nicht gut findet, das System funktioniert da und deswegen. Ich meine, es gibt ja sehr viele Spiele, die zwar großartig sind, aber die ja, die im Grunde zu wenig haben, was sie abhebt. Also aktuelles Beispiel ist das, auch wenn es natürlich da immer ein bisschen doof ist, weil ich es nicht gespielt habe, aber was ist das Spider-Man jetzt für die PS4? Was wahrscheinlich echt ein fantastisches Spiel ist, was aber im Grunde
Vor allem Dinge, die es schon gibt, gut miteinander kombiniert und rund macht. Tendenziell unkreativer. Das ist halt wahnsinnig schwer zu sagen, weil das Problem ist halt immer, dass wenn die Sachen halt größer werden und viel mehr Budget brauchen, dass man halt dann sicher spielen muss, ne? Kannst halt bei einem, weiß nicht, wenn ein Spiel 100 Millionen kostet, nicht sagen, ja, okay, wenn es weg ist, ist es weg. Wenn das Spiel von 3 Leuten produziert wird, geht es schon eher. Von daher würde ich sagen, dass so die großen Spiele viel unkreativer geworden sind und dafür die Kreativität aber durch diese ganzen Indie-Spiele und so nicht verloren gegangen ist. Also aus meiner Sicht so ein bisschen Best of Both Worlds. Man findet irgendwie beides mittlerweile, wenn man dies und jenes haben will. Es gibt mittlerweile irgendwie gefühlt für jeden eine Nische. Und eigentlich, ja. Ich meine, es wird tausendmal erzählt, dass es irgendwann keine Singleplayer-Spiele mehr geben wird, weil jetzt nur noch alle Leute auf Multiplayer bauen. Und das höre ich gefühlt auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Ja, kein Problem. Ich finde es ja auch immer interessant, mich darüber zu unterhalten. Ich weiß ja auch immer nicht, wie sehr mein... Ja... wie verengt mein Blick ist. Ich bin auch generell immer jemand, der sehr optimistisch eingestellt ist. Irgendwas checke ich gerade nicht. Nein, das hätte auf mich gehen sollen. Mein linker Berserker noch einschauen. Nee, das Problem ist, das habe ich auch erst nicht gecheckt, aber die müssen genau gespiegelt sein, also genau auch so liegen, wie sie jetzt liegen. Der Bruch 1. 2. Und dann muss ich alles wegräumen. Manchmal brauche ich echt lange. Und ich meine, wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Es gibt, weiß ich, wie viele... Ich glaube, es sind mehr als 100, oder? Von diesen Rätseln. Oh Mann. Arrange your minions by their health. Okay. Das heißt, die werden dann sortiert, oder was? Okay. Gibt's die Karte? Hey William, guten Morgen. Die Karte gibt's im Spiel aber nicht, oder? Fände ich aber irgendwie witzig, dass man seine neuen Sachen durchnummerieren kann. Details. Ich habe auch nur ein bisschen so reingeguckt. Wo war denn das? Ich glaube bei Disguised Toast. Der hat ja echt so ein 2-Stunden-Video gepostet, wo er alle, also wo er nur die Lösung jeweils aneinander geschnitten hat von allen Dingern.
Fand ich auch nicht schlecht. Was spiele ich da? Das ist Hearthstone. Glaube ich jetzt neu rausgekommen. Aber ich dachte, wir gucken uns mal an. Es ist irgendwie free to play. Das ist jetzt dieser verrückte Spielmodus, wo man so Rätsel machen muss. Und dann müssen die eigenen Minions auf dem Board exakt so aussehen wie die auf dem gegnerischen Board. Man hat nur einen Zug. Der Kamerazoom wäre jetzt dramatisch, oder? Wenn es zu sehr nervt, kann ich ihn auch wieder ausmachen. Alle Jubeljahre mache ich den mal an und freue mich dann. Wenn ich den auf 10 hochballer, dann kriege ich den nie wieder kaputt. Also ich muss sie irgendwie tauschen. Das heißt, ich muss sie anordnen an ihre Herz. Also könnte ich zum Beispiel sowas machen. Und dann hätten die schon mal so. Haben wir hier doppelt. Und den Heimer. Hey Zepnir! Alle sind sie wieder da. Guten Morgen. Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall ein Board, das ich normalerweise nicht sehen will. Wenn ich normal spiele. Wir gucken erst mal, was hier noch für Karten drin sind. Und wir hören ihn mal Aha sagen. Aha! Die ganze Elite am Start. Ja, so sieht's aus. Okay, es sind noch zwei Karten. Also wahrscheinlich einfach beides Sorcerer's Apprentice spielen und dann ganz viel Aha. Und dann ballert mal alles weg. So, ich hätte sie natürlich andersrum legen müssen, ich Idiot. Das hat sowieso nicht hin, ne? Wir haben nur drei. Egal, das reicht. Weiß nicht, wenn man direkt hier das kopieren, damit man jetzt. Den Mana schon mal spart. Hui! Reicht doch, genau, ja. Ich war aber erstmal wieder verwundert.